Das Auto ist immer noch des Deutschen liebstes Kind. Den Beweis dafür lieferte wohl die gut bevölkerte Geraer Innenstadt am Wochenende. Denn hier lud nun schon zum 19. Mal der Autofrühling alle Interessierten ein. Ja, Geraer Autofrühling ist eine Veranstaltung der Kfz-Innung Ostthüringen, die gemeinsam mit den Autohändlern hier in der Stadt Gera und darüber hinaus hier eine Automesse gestaltet, um die neuesten Fahrzeuge vorzustellen, um natürlich auch zu werben, ins Autohaus zu kommen, hier sich das anzuschauen. Hier kann man gut auch mal verschiedene Marken sich anschauen nebeneinander, kann sich in die Fahrzeuge reinsetzen und wenn man sich unsicher ist, einfach nochmal zurück zum letzten Testobjekt und hat so gute Möglichkeiten, doch für ein nächstes Modell sich zu entscheiden. Die Entscheidung wurde einem aber nicht leicht gemacht, denn die Auswahl an gezeigten Fahrzeugen war groß. Während sich die Großen die auf Hochglanz polierten Modelle anschauten und in dem einen oder anderen auch mal probehalber Platz nahmen, bot der Autofrühling im Cook aber auch was für die Kleinen an. Es konnte gebastelt und gemalt werden. Beliebt war bei den Kids aber auch gleich nebenan das Kinderschminken. Doch auch in der Innenstadt sollten die Jüngsten auf ihre Kosten kommen. Auf dem Marktplatz präsentierte sich etwa die Feuerwehr AGA mit ihrer Technik, die dann auch gleich von den kleinen Feuerwehrbegeisterten in Beschlag genommen wurde. Überall in der Innenstadt zeigten auch verschiedene Autohändler ihre neuesten Modelle. Doch nicht nur da gab es viel zu sehen. Zum ersten Mal war zum Autofrühling auch die Bundeswehr mit einem eigenen Stand direkt vorm Cook dabei. Zum einen natürlich, um mal unsere Geländetechnik zu präsentieren. Wir haben dazu Unterstützung von der Gera Pionierkaserne, vom Panzerpionierbataillon, wo wir uns diesen Geländewagen mal ausgeborgt haben und natürlich ein bisschen mal anders präsentiert haben. Denn wer von sich kann denn sagen, dass wir dieses Fahrzeug auf diesen Stein hier unten, wie wir sehen, heute hier auf dieser Messe so hinstellen können? Neben dem MAN-LKW sind wir wahrscheinlich das einzige geländegängige Fahrzeug, das heutzutage hier auf dieser Messe noch kann. Und natürlich sind wir auch hier, um über die Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr zu informieren und sie in der Öffentlichkeit zu zeigen. Nicht weit vom Stand der Bundeswehr konnte man beim TÜV Thüringen in einem Überschlagssimulator erleben, wie es sich anfühlt, wenn ein Auto nach einem Unfall auf dem Dach liegen bleibt. Wie man sich dann aus dem Gurt und letztendlich aus dem Wagen befreit, erfuhren die mutigen Testpersonen natürlich ebenso. Für riskant halten einige auch das Tanken des neuen Kraftstoffs E10. Beim Autofrühling wurde dieses Thema ebenso nicht ausgespart. E10 ist in aller Munde und eigentlich nun wirtschaftlich auch nicht mehr wegzudenken und auch nicht wegzudiskutieren. Dass der Verbraucher sich orientieren kann, haben wir diesen kleinen Aufkleber zur Verfügung. Ich darf E10 tanken. In jeder Werkstatt kann ich mich informieren, ob es mein Fahrzeug darf. Und dann kann ich diesen kleinen Aufkleber benutzen, um an der Tankklappe das zu signalisieren, dass auch andere Familienmitglieder beispielsweise oder wechselnde Fahrer Bescheid wissen, aha, dieses Fahrzeug darf E10 tanken. Auch wenn man E10 tanken darf und es mit günstigerem Literpreis überzeugt, so geht der allgemeine Trend bei den Spritpreisen doch eher nach oben. Eine mögliche Lösung für dieses Problem wäre vielleicht das Elektroauto. Das gab es auf dem Geraer Autofrühling unter anderem am Stand der Dekra zu erleben. Das Smart ist halt voll elektrisch, also mit elektrischem Antrieb und Industrie versucht natürlich die Emissionswerte überall zu senken, in der Stadt zum Beispiel, also Umweltzonen, die eingerichtet worden sind. Also ein Auto ist halt für die Stadt sehr, vom Konzept her sehr geeignet dafür und prädestiniert auch, erzeugt ja keine Abgase. Und die Hersteller sind schon bestrebt, eigentlich solche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen und sagen wir mal, auch konkurrenzfähig zu sein gegenüber den anderen Marken. Ob nun elektrisch oder doch konventionell angetriebene Autos, die breite Palette der gezeigten Fahrzeuge stieß auf ebenso breites Interesse, sorgte für Zufriedenheit bei den Ausstellern und toppte sogar die Besucherzahlen von 2010. Wir hatten im letzten Jahr über 20.000 Besucher im Eingangsbereich gezählt. Da war das Wetter nicht so gut wie dieses Jahr. Und nach dem, was wir heute im Haus hier erleben und auch gestern hier erlebt haben, gehen wir davon aus, dass wir diese Zahl noch bei weitem überschritten haben. Alles in allem eine erfolgreiche Veranstaltung, die dann im Jahr 2012 ein Jubiläum feiern darf. Man sieht sich zum 20. Geraer Autofrühling.